Wir haben eine Aufgabe, in der verschiedene Flächeneinheiten vorkommen und die sollen wir der Größe nach ordnen. Wie machen wir das Ganze? Nun, ich zeige dir das jetzt mit diesem Beispiel. So, also wir haben 400 Hektar, 2,4 Quadratkilometer, 84.000 A und 320.000 Quadratmeter. Das Ganze soll jetzt verglichen werden, also wir machen einen Vergleich und ordnen. Das heißt von groß nach klein oder klein nach groß, das ist jetzt mal egal. So, wir haben Hektar, Quadratkilometer, A und Quadratmeter, das ist ungünstig, wir brauchen alles in eine Einheit. Ich würde sagen, wir nehmen irgendwas hier in der Mitte, also entweder Hektar oder A, sagen wir mal Hektar. Das heißt, wir stellen alles auf Hektar um und dann vergleichen wir. So, 400 Hektar, naja, das bleiben 400 Hektar. 2,4 Quadratkilometer. Umrechnen auf Hektar bedeutet mal 100. 2,4 mal 10 ist 24, mal 100 ist 240. Also 2,4 mal 100 ist 240 und zwar Hektar. Dann, wir haben hier 84.000 A. 84.000 A durch 100 kommen wir auf Hektar. Durch 100 heißt 2 Nullen weg. 840 Hektar. Und wir haben 320.000 Quadratmeter, wollen auf Hektar. Das heißt, wir haben durch 100, um auf A zu kommen, sind 2 Nullen weg. 3, 2, 0, 0, A. Also durch 100, 2 Nullen weg, sind wir auf A. Und nochmal durch 100 sind wir auf Hektar. Also nochmal 2 Nullen weg. 32 Hektar. Wir haben jetzt alles auf Hektar umgerechnet. Und jetzt können wir vergleichen. Machen wir einfach von groß nach klein. Also das meiste hier, also 400, 240, 48, 32, 48 Hektar ist die größte Angabe. Das ist mehr als 400 Hektar. Ist mehr, also größer als 240 Hektar. Und auch mehr als 32 Hektar. Jetzt setzen wir dafür wieder das Ursprüngliche ein. Also die 48 Hektar, das waren 84.000 A. Mehr als, ja, 400 Hektar waren 400 Hektar. Die 240 Hektar waren 2,4 Quadratkilometer. Und das ist auch mehr als die 32 Hektar, die waren 320.000 Quadratmeter. Ich heiße Dennis, in Lernvideos wie diesem hier und auch auf meinem Kanal bekommst du Mathematik und auch andere Schulfächer einfach erklärt. Schau gerne auch nochmal unten in die Infobox rein, ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn du Abo und Daumen hoch da lassen würdest.